Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag. Heute mit folgenden Themen: Pohatscha-Fest in Ferlach. 25 Jahre Fischer Edelstahlrohre. Theaterwagen-Porzier im Landhaushof. Am Sonntag drehte sich in der Büchsenmacherstadt alles um die beliebte Germteigspeise. Ob mit Rosinen oder ohne, beim Ferlacher Pohatscha-Fest war die Kreativität der Hobbybäckerinnen und Bäcker gefragt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landtagspräsident Reinhard Rohr überzeugten sich von der hohen Qualität der dargebotenen Kreationen. Das Pohatscha-Fest wurde bereits zum 17. Mal ausgerichtet und lockte hunderte Besucher aus Kärnten und den Nachbarländern an. Mit einem Tag der offenen Tür für Groß und Klein beging das Griffner Unternehmen Fischer Edelstahlrohre Austria am Samstag sein 25-Jahr-Jubiläum. Bereits am Donnerstag überbrachte Landeshauptmann Peter Kaiser die Glückwünsche des Landes. Bürgermeister Josef Müller verlieh dem Unternehmen, in dem 1500 Personen beschäftigt sind, das Recht zur Führung des Gemeindewappens. Das Ensemble des Theaterwagens Porzier hat am Sonntag in Klagenfurt die Wirtin von Peter Turini aufgeführt. Landtagspräsident Reinhard Rohr hieß die zahlreichen Gäste herzlich im Landhaushof willkommen. Die Aufführungen des Ensembles sind für ihn eine liebgewonnene Tradition. Intendantin Angelika Ladurna betonte, dass der Theaterwagen die Kultur zu den Menschen bringen soll und nicht die Kultur warten soll, bis die Menschen zu ihr kommen. Mittlerweile haben 15.000 Menschen die verschiedenen Aufführungen des Theaterwagens besucht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch am Donnerstag wieder mit dabei sind.